Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute tatsächlich nicht von mir zu Hause, sondern ich bin beim guten Maurice aka Schattenspieler zu Besuch, deswegen auch ein bisschen anderes Setup, das heißt anderes Mikrofon, anderer Stuhl, aber ich weiß, das juckt euch nicht, deswegen seid ihr nicht hier. Ja, du bist unten in der Videobeschreibung verlinkt, das heißt, Danke, ne, danke. checkt das gerne ab. Wir haben uns gedacht, da ja viele Leute von euch so ein bisschen geschrieben haben, Master Duel ist Pay to Win. Und Genau. da haben wir uns gedacht, wir zeigen euch einfach mal heute, wie das Crafting-System funktioniert und zwar völlig for free und wie man das am besten nutzt, weil ihr könnt natürlich eure Gems auch sehr Ja, unnütz ausgeben. Ne? Also auf ich jeden meine zum Fall. Beispiel, der Maurice ist dann Experte, du spielst das Spiel aktuell komplett free to play, das heißt, du hast Genau. da gar keinen Cent für investiert. Richtig. Ich bin nicht das Nee, beste nicht Beispiel. Ich wirklich. habe da schon ein bisschen Geld für bezahlt, aber das müsst ihr tatsächlich nicht machen. Und das wollen wir uns gleich anschauen, also, Genau, und euch richtig. zeigen. Und ja, ich würde sagen, schnacken wir nicht lang, gehen wir rein und schauen uns das mal an. So, wir sind jetzt im Hauptmenü. Und da ihr uns, oder damit ihr uns auch letztendlich gut folgen könnt, was wir so machen, gehen wir das alles ganz kurz durch. Wir klicken erstmal hier auf unseren Deck-Editor. Da habe ich jetzt schon ein paar Decks aufgebaut. Das heißt, aktuell zum Beispiel baue ich Phantom Knight. Ne? Und in dem Deck werden noch ein paar Karten benötigt. Das heißt, ihr seht hier, das ist noch nicht vollständig. Da ist noch kein Tourguide drin, kein Droplet und so weiter und so fort. Deswegen brauchen wir jetzt ein Droplet. Also Maurice, was machen wir jetzt? Ja, also man hat hier verschiedene Optionen, vor allem die Suchanzeige. Und hier können wir nicht nur Karten suchen, die wir besitzen, sondern auch Karten suchen, die wir nicht besitzen. Genau. Also gehen wir jetzt hier ein. Eigentlich Drop It, hier jetzt im Englischen, das jetzt aber Deutsch, also Tropfen. So ist es. Und dort haben wir sie schon. Wir sehen, wir haben null Karten davon bereits. Also, ja, oder wir haben halt einfach keine. Genau. Und wir wollen das Ganze natürlich haben. Und wenn wir das Ganze haben wollen, da seht ihr hier unten, gibt es einmal die Möglichkeit, kann nicht demontiert werden. Das heißt, wir könnten diese Karte jetzt quasi auseinanderbröseln. Wenn wir sie schon hätten, dann würden wir einen bestimmten Wert wieder zurückbekommen. Jo. Genau, können wir auch einfach mal zeigen. Wir gehen einfach Genau, mal wir nehmen einfach auf. mal hier eine andere Ultra Rare. Nehmen wir einfach mal Genau. die Impermanence. Genau. Ne? Da seht ihr zum Beispiel, die Karte, die kann ich jetzt für 30 von diesen Crafting Points oder Ultra Rare Points letztendlich erzeugen Genau. und für 10 Punkte wieder zerlegen. Das heißt, falls ihr die Karte irgendwann nicht mehr benötigt, dann könnt ihr die einfach wieder auseinandernehmen und davon was anderes bauen. Natürlich nicht direkt, ne? Ihr müsstet noch zwei weitere Kopien dann Genau. auseinanderbröseln, aber ich glaube, das ist soweit erstmal verständlich. Aber zurück zum Droplet. Das heißt, aktuell seht ihr, habe ich hier oben 8 von diesen Ultra Rare Crafting Points. Das heißt, das sind natürlich ein paar zu wenig. Genau, was man Ja. erwähnen muss, diese Punkte kriegt man nicht nur durch Zerlegen von Karten, sondern auch in dem Kampfpass, beziehungsweise Duelpass heißt es ja hier. Genau. Den sollte man sich sowieso holen, das ist eine gute Absolut. Investition, Ja. weil die Edelsteine, die ihr dort reinsteckt, kriegt ihr zu 100% wieder, vorausgesetzt, ihr schafft alle Level. Ja, natürlich, genau so ist es. Also, das ist die beste Investition, die ihr im Spiel machen könnt. Genau. So, aber jetzt fragt ihr euch, wie können wir das noch bauen? Da gehen wir jetzt mal einen Schritt zurück. Ich glaube, Genau. dabei erst oder soweit erstmal alles klar. Ihr seht, dass wir hier oben 1000 Edelsteine haben. Und die habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht gekauft. Die habe ich mir im Spiel erspielt. Ist möglich über den Ranked Mode. Seht ihr hier oben. Oder Solo-Modus. Oder Solo-Modus, genau. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal in den Shop rein. Ja. Genau. Und in den Shop können wir dann auch unsere Gems ausgeben. Und da haben wir jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel schon einige Packs freigeschaltet. Die schaltet ihr euch frei, wenn ihr normale Packs öffnet oder generell Karten craftet, dann bekommt ihr kleine Schlüssel. Und mit denen kann man Genau. dann was machen? Ja, und dann kriegt man halt diese geheimen Packs frei, die jetzt leider nur 24 Stunden aktiv sind. Das heißt, ihr Genau. müsst da schnell sein. Aber gerade wie Julian das schon gesagt hat, wichtig ist hier, ihr müsst nicht die Karten unbedingt ziehen, weil wenn wir auf Normalpack gehen nochmal, Genau, mach mal. Hier haben wir das Masterpack, da sind alle 10.000 Karten drin. Ja. Da die gezielte Karte zu ziehen, ist ziemlich schwer. Da haben wir natürlich noch ein bisschen hier so, man sieht ja an Metakarten, das sind links so eher die Genau, Metakarten ja. und dort halt mehr so Anime, sag ich jetzt mal einfach mal, Also ne? ist für jeden was dabei, auf jeden Fall. Genau, und ich würde halt gar nicht mal Masterpacks kaufen, vielleicht einmal Genau. Masterpacks kaufen oder besonders die beste Empfehlung ist Bonuspacks. Ja, aber da sind jetzt keine mehr verfügbar. Kann ich euch Ne? jetzt nicht zeigen. Ja, schade. Eigentlich sind hier drei Packs, also drei Angebote. Da Ja. kriegt ihr garantiert Ash Blossom. Lightning Storm und Judgment. Genau, und das ist perfekt. Und ihr kriegt Ja. Booster. Ja. Und dann kriegt ihr auch schon Super Rare und Ultra Rares, könnt die zercraften und dann könnt ihr euch wieder halt eine bestimmte Karte craften. Zum Beispiel, wenn ihr gerne Savage Dragon oder so haben wollt, dann craftet euch doch einfach mal Tracer. Genau so ist es. Also das funktioniert ganz gut. Das habe ich zum Beispiel vorhin gemacht. Und dann bekommt ihr zum Beispiel hier Bei dieses, Tracer jetzt, war genau, das, wo ist es denn wo jetzt haben wir es hier? denn jetzt hier? Da Da! unten, genau. Das ist hier Schuss durch die Fiktion. Genau. Klicken wir einfach mal an und dann könnt ihr euch zum Beispiel in der Kartenliste anschauen, was für Karten sind da so drinne. In dem Fall
ziemlich viel guter Stuff. Also ich meine, wir können uns jetzt mal nur ganz kurz hier durchklicken oder ihr könnt es auch sortieren hier oben, nur nach Ultra Rares zum Beispiel, wenn ihr jetzt nur bestimmte Karten hier raus haben wollt, zum Beispiel hier Boltzwort, Kagari, dann hier Rusty und viele weitere. Also ich Appaloosa ist auch drin, hier ist noch ein Savage Dragon, IP, deswegen. Aber gut, das soll jetzt nicht das Thema sein. Genau, wir klicken zurück und dann würde ich sagen, kaufen wir uns jetzt einfach mal 10 Packs für 1000 Edelsteine. Genau, und ganz wichtig zu erwähnen, warum 10 Packs? Genau, bei 10 Packs steht hier unten drunter, warte, bevor wir das machen, da steht Super Rare Karten garantiert in 10 Packs. Ja. Und sehr wahrscheinlich ist natürlich auch, dass wir da drinnen Ultra Rare Karten sehen. Und die Karten, die wir jetzt hier gerade aufmachen, natürlich können da Karten dabei sein, die wir brauchen. Aber der Hauptgrund ist eigentlich, dass wir damit Karten wieder auseinanderbröseln können und uns dann am Ende daraus das bauen können, was wir haben wollen. Genau. In dem Fall ist das jetzt ein Droplet. Genau, aber das Wichtigste ist halt generell, wenn ihr ein Pack drin habt, wo die Karte drin ist, die ihr craften wollt, zum Beispiel hier jetzt als Beispiel, ihr wollt einen Savage Dragon haben, dann lohnt es sich natürlich schon, das Pack aufzumachen, wo er drin ist. Vielleicht hat man Glück. Genau, ich meine nur als Beispiel, ich habe das heute ein paar Mal gemacht, ich habe die Karte dreimal gezogen. Also das ist nicht so schwer, wie man denkt. Man kriegt da schnell ganz gute Hits. Vielleicht haben wir jetzt ein gutes Beispiel, wir gehen da jetzt wirklich einmal kurz rein und klicken die Packs einfach mal ganz kurz durch. Hier seht ihr zum Beispiel das, oder die leuchtenden Packs, das sind alles garantierte Super Rares. Genau. Also steht zwar eine Super Rare garantiert auf 10 Packs, aber ihr seht, das ist nicht eine Super Rare, das ist ein bisschen mehr. Deswegen, und dann klicken wir die jetzt einfach mal kurz durch, will ich jetzt auch nicht ewig machen, ne? Aber nee, wir zeigen einfach mal so, hier sieht man jetzt, da ist auf jeden Fall Super Rare, kann auch eine Ultra Rare sogar sein. Kann auch eine Ultra Rare sein. Muss nicht eine Super Rare sein. Aber ziemlich viele Rares, die man zum Beispiel jetzt auch schon wieder gut nutzen kann, um sich andere Sachen zu bauen, ne? Genau. Und damit Super Rare, Steinbefreier Zeichen. Und hier habt ihr es gerade gesehen, da gibt es schon diesen Schlüssel, ne? Das heißt, für Steinbefreier. Genau, das heißt direkt wieder das nächste freigeschaltet. Ja, und nächster Hit läuft hier wie am Stück. So, weiter geht's und auch wieder eine Super Rare, wahrscheinlich. Aber es kann natürlich auch eine Ultra Rare sein. Genau. Aber in den meisten Fällen. Und man muss auch sagen, man muss nicht nur eine bekommen. Also, du hattest vorhin richtig Glück. Ja, ne? Ja. Du hattest zwei Ultra Rare und eine Super Rare in einem Pack. Das war absolut geisteskrank. Also, man kann auch richtig, richtig reinlacken. Wie halt auch beim normalen TCG. Genau, richtig so. Aber das ist halt wirklich erstmal egal. Also, man braucht nicht wirklich Luck. Also, ihr werdet schon irgendwas ziehen, worauf ihr irgendwas basteln könnt am Ende. Genau, so. Ihr seht jetzt hier, ist natürlich sehr Rocket-lastig, beziehungsweise Drangling-lastig. Drangling kann man halt sehr gut mit diesem geheimen Pack kriegen. Wie gesagt, kann man zum Beispiel mit Tracer freischalten. Ich denke mal, irgendwann gibt es auch so einen Guide, also jetzt auf Seiten oder so, wo dann steht, diesen Schlüssel kriegst du mit diesen Karten und so. Also das ist jetzt natürlich noch ein bisschen unsicher, sag ich mal. Bin ich mir auch sicher eigentlich. Also jetzt kann man es noch nicht sagen. Schon wieder? Ja, nehmen wir ein paar Mal mit. Das Ding ist, wir brauchen halt jetzt zum Beispiel auch mal eine Ultra Rare. Ja, wär ganz gut. Sonst zeigen wir euch das natürlich mit einer anderen Karte einfach. Super Rare, einfach so. Ja, zum Beispiel das nochmal jetzt zusätzlich, hier war jetzt kein Hit angezeigt, ne, und trotzdem nochmal eine Super Rare gezogen. Das ist gut. Vielleicht ist da eine Ultra Rare jetzt drin. Ja, das wäre nicht schlecht. Und noch eine Super Rare. Das ist zum Beispiel nochmal ein gutes Beispiel. Das ist ein sehr, sehr gutes Pack und da haben wir jetzt auch eine Super Rare. Auch drei Super Rare für einen Pack. Und oha. In Glossy, in High Glossy. Sehr, 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 oh mein Gott. Also ich meine, das wünscht man sich jetzt am Ende nicht. Übrigens, das ist eine neue Karte. Stimmt, aus dem OCG. Großsalamander, Lohendrache. Ja. Aber das ist jetzt heute auch nicht das Thema. Aber für diese Karte bekommt man deutlich mehr Punkte. Genau, wenn man die zerlegt nochmal. Genau. Können wir gleich auch nochmal zeigen. Aber das kommt nicht so häufig vor, dass man so ein Ding zieht, aber nimmt man mit. Sehr selten. Also je mehr Holo-Effekt die Karte quasi optisch hat, desto mehr kriegt ihr da an Crafting Points zurück. Genau. Hier jetzt Rare auch. Die Rare hat auch so einen Foil-Effekt drauf, der halt automatisch beinhaltet, dass du mehr Rare Points dann kriegst an dieser Stelle halt. So. Ja, wir haben nur leider kein Glück mit einer Ultra Rare. Noch ist nicht. Aber kann aber noch kommen. Genau. Nochmal hier. Das nimmt man halt sehr, sehr gerne mit. Und hier haben wir auch eine Super Rare. Misk. Das ist gut. Hast du sogar noch nicht. Nee, habe ich noch nicht. Und hier direkt auch noch mal eine Rare. Und komm. Super Rare. Hast du auch noch nicht? Nee, habe ich auch noch nicht. Das ist voll gut. Das heißt, ich kriege sehr, sehr viele Schlüssel. 8 Stück, seht ihr schon. Also lohnt sich wirklich. 8 neue Packs wären das, ne? Also je nachdem halt, welche Thematik dich interessiert, kann man da auch mal ein bisschen switchen. Von daher, ist auch sehr cool. So, nochmal Rocket. Also Rocket hast du gleich komplett. Absolut. Und hier haben wir noch mal einen Hit drin. Mal gucken. Vielleicht eine Ultra Rare. Vielleicht auch nicht. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel nochmal. Ja. Wir haben jetzt zwei Holos letztendlich garantiert. Genau. So, wir schauen uns erst die kleinere an, die vermeintliche. Super Rare. Und hier haben wir dann auch schon den Boltzwort und insgesamt 10 Schlüssel dazu bekommen. So, das ist aber eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Und am Ende seht ihr dann nochmal als Zusammenfassung, was haben wir bekommen. Und wir haben neue Packs gefunden. Die kann man dann übrigens auch nochmal kostenlos am Ende aufmachen. Da würde man jetzt hier, können wir nochmal ganz kurz rein. Manchmal geht man kostenlose, wenn man neu freischaltet, ne? Oder? Genau, ich will mal gerade gucken, ob ich euch das zeigen kann. Vielleicht haben wir Glück und haben das bekommen. Ganz unten vielleicht irgendwie. Ja.
aber ich glaube gerade so ist es Packs, nicht der oder? Fall. Nee, du hast schon so viele Packs. Ja, genau, aber nochmal, also man kann durch Glück, wenn man neu findet, auch nochmal ein kostenloses Pack genau. von bestimmten Sachen eben. Und da können auch Ultra Rare Super Rare. Genau. So, das heißt, wir haben natürlich jetzt wieder ein paar Karten bekommen. Jetzt gehen wir wieder auf den Deck-Editor. Ob wir jetzt gerade in dem Moment das Droplet bauen können, das kann ich euch noch nicht versprechen. Ich glaube nicht. Ich glaube da nicht. Aber ist nicht schlimm. Nee, ich meine, wir können uns mal anschauen, wie man das auseinanderbröseln. Genau, richtig, so. Deswegen kann man hier zum Beispiel oben Filtermöglichkeiten benutzen. Der seht ihr hier, das könnten wir jetzt auch mal ganz kurz machen. Das sind alle zusätzlichen Karten. Das heißt, von jeder Karte, wo ich mehr als 3 Kopien besitzen sollte, weil ich habe ja keinen Bock, mir die jedes Mal anzugucken, oh, habe ich davon jetzt 4, habe ich da 5, ja, genau. Dann sagt mir das Spiel automatisch, die kann ich für dich auseinandernehmen und ich gebe dir die Punkte, die du sowieso haben würdest, aber musst das selber nicht nochmal sortieren. Genau, wichtig zu erwähnen ist hier, wir haben ja gerade gesehen, dass man diese Foil-Karten bekommt. Genau. Die zählen ebenfalls als so einzelne Karte. Genau, ja. Sprich, wenn ihr jetzt zum Beispiel Tracer habt in dreimal, ich nenne es jetzt Common einfach, ja, ja. obwohl es natürlich eine Super-Rare-Karte ist, ja. aber ohne Foil-Effekt und dann nochmal Tracer in Foil-Effekt habt, wird die Foil nicht weggezerlegt, genau. sondern die bleibt. So ist es. Also da muss man dann nochmal intern selber gucken, was man halt weghaben möchte. Aber, aber das machen wir jetzt mal, weil ihr seht ja zum Beispiel hier, genau. das ist eigentlich das, was wir nochmal dazu bekommen, oder? Genau, wir erhalten 210 normale und 390. Genau. Nur für Doppelte gerade. Deswegen, nur für nur Doppelte. So. Also hier seht ihr zum Beispiel, die Währungen haben sich deutlich erhöht. Ne? Genau. Aber wir können das auch manuell machen. Das heißt, ausgewählte Karten zerlegen. Und da wollen wir natürlich auch nicht ewig lang suchen, bis wir was finden. Weil ihr seht, ich könnte jetzt hier viel, viel runterscrollen. Da ist schon einiges vorhanden. Ja, ja. Deswegen können wir das Ganze filtern. Und zwar nach Raritäten. In dem Fall hier alles drin. Das heißt, wir wollen jetzt eine Ultra Rare auseinandernehmen von eben. Das heißt, wir geben einfach mal Ultra Rare ein. Borrowed Sword, seht ihr, habe ich 2 Stück. Ja, können wir uns dann also einmal hier reinziehen. Zweimal brauche ich ihn nicht, deswegen können wir den jetzt hier einmal auf Zerlegen klicken. Könntet ihr aber auch manuell machen in dem Fall. Und jetzt seht ihr, würde ich hier 10 Punkte dazu bekommen. Genau. Und die werden uns dann gut geschrieben. Darum haben wir jetzt 18. Wenn ich jetzt noch eine weitere Ultra Rare hätte, dann wäre ich schon bei 28. Dann fehlen nur noch 2 Punkte, um wieder eine weitere Ultra Rare letztendlich zu craften. Genau, außer es ist eine Foil. Du kannst ja mal raufgehen. Mach mal Terraforming rein. Ja. Nee, muss auch schon reinlegen sein. Genau. Da steht auch, wenn du jetzt Zerlegen drücken würdest. Jetzt ist es gleich weg. Nee. Ja. Wir sehen 15, da war eben das, was ich nicht zerlegen wollte, wir behalten. Ja, ja. Aber da sehen wir, Sigis hat einen Foil-Effekt, die gibt dir nicht 10 Punkte, sondern 15. Und die schimmert halt nur so ganz leicht, ne, seht ihr. So, genau. aber wir wollen euch jetzt nur noch mal zeigen, wie wir etwas bauen, deswegen machen wir mal den Filter wieder aus und machen jetzt hier einfach mal Super Rare rein, weil da haben wir ein paar mehr, die wir auseinanderbröseln könnten. Ich weiß auch nicht, ob wir die jetzt von eben noch mal ganz kurz finden. Ja, genau, hier, da haben wir sie doch schon. So. Du musst noch mal irgendwie dein Landform rausnehmen. Wieder raus. So. Man könnte das jetzt bei einzelnen Kopien, wie gesagt, auch einfach manuell machen, aber das wollen wir nicht. Und wenn ich jetzt hier auf Zerlegen klicke, dann kriege ich tatsächlich für diese Karte 30 Punkte. Das ist schon krass. Das ist sehr, sehr viel. Das ist halt ja eine neue Karte. Ich hänge jetzt nicht so unbedingt an dieser Karte, deswegen machen wir das jetzt mal. Wir zerlegen die einfach mal. Und haben dann jetzt hier diese Punkte dafür gut geschrieben bekommen. Genau, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in dein Deck oder so. Genau, wir gehen mal zurück. Müssen wir hier einmal auf den Lösch-Button gehen. Dann sind alle Filter zurückgesetzt. Dann können wir auf Abbrechen gehen. Und ja, welche Karte könnten wir mal bauen? Fällt dir irgendwas ein? Ja, allgemein, also ich denke mal, Töpfe sind eine gute Karte. Genau. Und ich weiß jetzt nicht, welche du hast, aber wir können es ja nachgucken. Genau. Gucken einfach mal Topf. Wir geben mal Topf ein. Und was haben wir da? So, das sind die, die ich schon habe. Die seht ihr hier oben. Genau. Den habe ich übrigens. Das ist kein Desires? Nö, braucht ja, nicht. Dann, dann lass mal bauen, oder? Ich würde sagen, dann machen wir direkt mal ein Playset raus. Genau. Aber, so, wir gehen jetzt hier mal auf Erzeugen. Genau. Und jetzt seht ihr zum Beispiel, das sind diese Crafting Super Rare Points. Und wenn ich jetzt 3 Stück davon bauen wollen würde, dann seht ihr direkt auch, wie viel wir danach noch im Besitz hätten. Das heißt, wie viel das abgezogen ist. Und ich meine, ich habe genug Punkte davon. Deswegen machen wir jetzt direkt mal ein Playset Desires. Drücken hier auf Erzeugen. Fertig. Und das Ganze. Fertig. Genau. Und wir haben wieder irgendeinen neuen Schlüssel. Wenn es gut läuft, noch mal bekommen. Und hier zum Beispiel kann man auch Karten in einer höheren Rarität bekommen, selbst wenn man es craftet. Hier zum Voll Beispiel der Desires. Also hat sich schon gelohnt. Absolut. Also in dem Fall habe ich damit schon jetzt wieder Gewinn gemacht und ich könnte hier die Karte zum Beispiel jetzt zerlegen für 15. Ne? Genau. Ich glaube, soweit ist das, glaube ich, für euch erstmal geläufig und das sollte auch erstmal reichen, um euch zu zeigen, wie kann man seine Karten auseinandernehmen und wie kann man Karten bauen. Und so kommt man relativ schnell an Decks dran. Gerade jetzt hier nochmal das Beispiel mit diesem Phantom Knight Deck. Das ist noch nicht fertig, aber ich habe für dieses Deck wirklich keinen Cent ausgegeben. Das habe ich jetzt nur Ranked Mode und? Ja, ja, und man muss noch dazu sagen, nicht nur, dass es nur Ranked Mode ein bisschen Solo-Modus ist, sondern du hast das Deck gar nicht gezielt gesucht. Nein, überhaupt, stimmt. Du hast, was hast du gebaut gehabt für ein Deck? Ich habe eigentlich Eldritch Invoked gebaut. Und das war, was du
quasi ja. gratis dazu bekommen hast. Genau, das so. Habe ich so einfach zwischendurch dazu bekommen. Da waren dann zum Beispiel immer Thorn-Scales mit dabei, ja. Fogblades und ich meine, im Permanence braucht man sowieso, wenn genau. man die Staples dann hat, ja, genauso wie Pot of Prosperity ja. und so weiter und so fort. Und zum Beispiel auch eine Rota, die kann man sich im Solo-Mode erspielen. Genau. Also wenn man weiß, wie kann man da wirklich gezielt auf sein Deck hinarbeiten und das ist für jedermann möglich, deswegen möchte ich nicht mehr hören, Pay to Win, weil das stimmt definitiv nicht. Ich denke, man muss natürlich ein paar Stunden Zeit investieren, ja. um hier sein Deck zu bauen. Aber ihr seht, ich habe jetzt schon zwei Decks. Ich habe mein Eldritch Invoke Deck und ich habe Phantom Knight und hier fehlen auch nicht mehr wirklich viele Karten, bis dieses Deck fertig ist. Das ist vielleicht ein paar Tage. Dann ist das Deck ja. auch komplett spielbar. Und wenn du die Stable hast, wie Impermanence halt, Ashes und so, dann ja. brauchst du ja wirklich nicht mehr groß für die anderen Decks halt Sachen holen. Wie gesagt, die Töpfe zum Beispiel sind alle super rare. Und ihr ja. seht auch ungefähr das Verhältnis. Klar, die Ultra Rare Karten sind die seltensten Karten und da hapert es dann meist auch an den Punkten ein bisschen. Ja, ja. Deswegen auch immer sehr, sehr wichtig, nicht wild drauf loscraften, so von wegen, ah, ich gönne mir jetzt erstmal dreimal Imp, dreimal Ash, dreimal. Ja, ja. Weiß ich was, und dann merkt ihr, wir haben gar keine Ultra-Rare-Points, aber hab 100 Handtraps, aber ich will in meinem Deck nur 3 Handtraps spielen. Und dann macht das keinen Sinn. Genau. Das macht gar keinen Sinn. Aber was man auch mal sagen muss, ne, diese ganzen Töpfe hier, gerade Pot of Prosperity als bestes Beispiel, das ist eine Super-Rare. Das heißt, genau. die kosten wirklich nur 30 Super-Rare-Punkte und die Karte im TCG, die kostet ja. aktuell 100 Euro das Stück. So. Und hier bekommt ihr die Karte quasi hinterhergeschmissen. Also ja. das ist deutlich günstiger, als wenn ihr die im TCG kauft, weil da wären das halt 300 Euro. Aber ich denke, ja, soll genug sein, um euch das erstmal gezeigt zu haben. Ja, Maurice, vielen Dank, dass du mit erklärt hast. Ja, gar kein Problem. Und ansonsten nochmal, ich weiß jetzt nicht, wann das Video online kommt, aber ich glaube, wir versuchen das heute zumindest noch irgendwie zu schaffen. Ja, bestimmt. Es gibt heute Abend noch ein Turnier. Falls ihr das jetzt gerade noch sehen solltet, und zwar schaut gerne bei Schattenspieler vorbei. Die Anmeldung wird wahrscheinlich schon voll sein dafür, ja. zu dem Zeitpunkt, wo ihr das ist Video schon voll, seht. Das ja. Aber schaut es euch gerne an. Das Ganze läuft über Master Duel, ist das erste größere Event davon. Wir haben 100 Teilnehmer. Ja, ist ja. krass, ne? Ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Aber falls die Leute jetzt später eingeschaltet haben oder das Video später kommt, in der Infobox packst du mal einfach einen Link. Und dort kann man das ganze Turnier nachgucken. Denn wir werden das Ganze nachkommentieren, beziehungsweise kommentieren live. So ist es. Und dann kann man ein ganzes Turnier nochmal nachgucken. Genau so ist es. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.